Ja? Drei. Multimodal Radio Show. Live from Herford, Germany. Klick, klick, boom. Ja, hier sind wir. Live mit Dario Rodriguez. Multimodal 658 war das gerade. Du hattest gerade ein Set hingelegt. 685. 685. Das ist krass. Das ist krass. Ja, die Tronica macht heute das erste Mal Interview. Auch Respekt dafür. Zahlen, also, Andrea. Läuft, ne? Das ist echt beeindruckend, wirklich jetzt. Genau, denk dran, die Mikros relativ nah dran zu halten. Dankeschön. Jemand beißt sich rein. Du musst es essen. Okay, na dann. Ja, du warst ja auch schon ein paar Shows dabei. Also du kennst das ja hier. Warst hier, glaube ich, jetzt das erste Mal im neuen Studio. Ja, yeah, im neuen Studio auf jeden Fall. Genau. Ja. Apropos neues Studio. Ich habe gesehen auf Instagram, da ist was da. Da ist was. Erzähl mal ein bisschen. Was soll ich darüber erzählen? Ja, also, wie lange? Ich hab ein neues Studio. Ne? Wie lange bist du schon jetzt in diesem? Bist du da jetzt dran? Seit Anfang April bin ich in dem Studio jetzt drin. Hm? Und ja, da werden auf jeden Fall ein paar Hits jetzt entstehen. So wie jetzt auch, die hast du ja auch gespielt. Oxygen war jetzt. Nee, wie hieß er? Oxygen war aber ein Remix. Remix für Robin Schulz. Ne? Mhm. Und kommt auch am 24.07. Ja. Online. Online. Im Streaming-Portal deines Vertrauens. Sehr gut. Keine Namen nennen hier. Das heißt, kommt da nächstes Mal jetzt noch irgendwas in Zukunft auf uns zu, wo wir uns vorbereiten können? Mentalo Music? Ja, genau. Also da wird auf jeden Fall ein bisschen was kommen. Ne? Und jetzt im Vorfeld ist halt immer ein bisschen schwierig, so ins Detail zu gehen. Ne? Aber könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass da ordentlich reingehauen wird. Ne? Ja, so ein fleißig auf jeden Fall. Wie lange kennt ihr euch beide eigentlich schon? Wir beide uns? Ja. Oh. Ich glaube, das ist eine geile Sache eigentlich, Mann. Weil ich kann mich nämlich noch genau dran erinnern, das war so zu meiner EDM-Zeit damals noch. Und da war ich, glaube ich, mal privat in einer Lokalität hier in der Umgebung. Ne? Wir kommen ja aus dem Raum OWL. Und dann kam ich so in den Hausraum rein und dann, bevor der Raum auf hatte, dann habe ich die junge Dame da auflegen sehen und Gott. Damals waren die Übergänge noch nicht so akkurat, aber Hallo. Das ist schon lange her. Es ja. muss so 2015, 2016 ja. so. Kommt denn ja. gerade angefangen, genau. Völlig nervös und dann kam Dario. Ja. Ja, Gopak, wenn ihr zusammen irgendwo gespielt habt, dann Gopak im Space. Ne, Hashtag Ginhouse, ne? Wie ist es eigentlich, wenn der Gopak jetzt wieder aufmacht nach der Corona-Krise, bist du da auch wieder am Start? Leider nicht. Okay. Leider nicht. Also, ich kann es ja ganz offen sagen, ich habe jetzt ein neues Team und mit meinem Team haben wir halt besprochen einfach, dass gewisse Shows, also einen gewissen Standard, Qualitätsstandard, also Shows müssen einen gewissen Qualitätsstandard ab jetzt haben und dazu zählt der Gopak leider nicht mehr. Ja, okay. Nee, doch. Okay. Das war mir nicht bewusst, aber ist ja nein, also kann man ja ganz einfach so sagen. Ich war ja Resident da vorher, ne? Ja, genau. Bis zur Corona-Zeit und also um das nochmal klarzustellen, ich war Resident im Space. Genau. Ja. Das ist der Hausraum da. Das ist da, ein Unterschied. Ne? Ja. Und jetzt sieht die Welt ein bisschen anders aus. Genau. Ja, du hast dich ja in den letzten Jahren auf jeden Fall deutlich weiterentwickelt. Also bei uns aus der Region von den DJs, sag ich mal, gehst du richtig steil nach oben. Was würdest du sagen, so rückblickend, was waren so deine Meilensteine oder welche Momente oder ja, vielleicht Begegnungen oder Leute, die du kennengelernt hast, gab es in deiner Karriere, die das so gefördert haben? Ja, da gab es tatsächlich viele, die mich natürlich gefördert haben, aber das Wichtigste von allem war mein eigenes Durchhaltevermögen. Ja. Weil ich war Anfang des Jahres schon kurz davor, das ganze Ding irgendwie so wegzuschmeißen, weil ich mir dachte, so, ey, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ne? Ich will, wenn will ich nur noch geilen Scheiß machen, ich will das machen, worauf ich Bock habe. Ich habe keinen Bock, mich mehr irgendwie zu verstellen oder sowas. Ne? Also ich habe mich auch nie verstellt, ne? Aber es war nie so richtig das, was ich als Ziel hatte. Und dann kam die Sache halt mit dem Signing bei Robin Schulz. Ne? Und dann hat mir jetzt nochmal ganz neue Motivation, ganz neue Kraft gegeben. Und jetzt ist natürlich die Welt komplett anders. Aber das eigene Durchhaltevermögen war definitiv das Wichtigste. Weil ich habe so viele DJs, mit denen ich damals schon angefangen habe, kommen und gehen sehen. Wenn du es wirklich machen willst, dann zieh es durch. Dann zieh es durch. Und auch wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, dann
bleib am Ball, ist halt einfach so. Da muss man halt mal 2 Wochen auf gut Deutsch Scheiße fressen, ne? Ist halt so. Ich habe auch Monate gehabt, irgendwie, wo ich mich nur von Toastbrot ernährt habe, ne? Ist halt einfach so. Ich bin da auch ehrlich, das ist Real Talk so, ne? Aber ja, es kommen auch immer wieder bessere Zeiten, wenn man am Ball bleibt, wenn man etwas wirklich will und diesen Biss hat, dann schafft man das auch. Ja, so sieht's aus. Ja, bei uns ist es ja, sag ich mal, oder ich habe damals mich ja nicht für eine Musikkarriere entschieden, obwohl ich auch schon sehr lange dabei bin. Aber in Bezug auf das, was du sagst, durchhalten, Biss haben, ist ja bei uns hier in der Multimodale auch so. Ja? Wir hatten bessere Zeiten, wir haben auch Zeiten, wo es dann vielleicht mal nicht so gut läuft und so, aber man bleibt dran, wenn man Spaß vor allem an der Sache hat, die man macht und die liebt. Genau. Dann bleibt dann man ja auch dran. Dann ist der Erfolg zweitrangig teilweise. Erstmal ist er zweitrangig, klar, aber man arbeitet darauf hin, dass es klappt. Und ja, das freut mich auch für dich, dass es dann auf jeden Fall funktioniert hat und dass du weiterhin auf einem guten Weg bist. Ne? Ja. Du hast ja schon auf Festivals und Events gespielt wie World Club Dome, New Horizons Festival und so weiter, also größere Sachen. Mhm. Was gefällt dir beispielsweise sehr gut, wenn du auf einer Veranstaltung oder auf einem Event spielst? Wo sagst du dann, okay, ja, das war geil, das hat mir Spaß gemacht? Ist es nur von den Leuten abhängig oder hast du da auch bestimmte, sag ich mal, Erwartungen, was die PR angeht oder eine geile Lichtshow? Was flasht dich? Also, das ist prinzipiell, da müsste ich jetzt weit ausholen, weil das ist schon sehr ein komplexes Thema jetzt. Also für mich ist ja mein Hauptbestandteil meiner DJ-Karriere, dass ich Shows einschätzen und bewerten muss auch. Und New Horizons Festival oder World Club Dome oder alles, was diese Größenordnung hat, ist in erster Linie erstmal cool, weil du dich super, super netzwerken kannst. Also das ist mit das Wichtigste. Du triffst halt im Backstage von David Guetta bis den kleinen DJ, der irgendwie die Toilettenstage spielt, so, ne? Du triffst halt jeden und es ist cool, dass du so eine... Ja, warum? Hä? Also ganz ehrlich, das darf man ja wohl sagen. Also ob jetzt jemand irgendwie Mainstage spielt oder die Toilettenstage, ist ja scheißegal. Also im Endeffekt machen wir alle Musik, ne? Und dann kommt es nicht drauf an, wo. Jedenfalls ist es halt cool, sich da so zu vernetzen und man trifft jeden, ist immer eine super entspannte Stimmung. Da gibt es irgendwie keine Freaks, die dann einem Knopf an die Backe labern. Eigentlich ist immer alles so ziemlich cool, ne? Und ja, so showtechnisch kommt es halt immer drauf an. Also je kommerzieller das Festival ist, desto schwieriger finde ich es teilweise. Ja, ich will jetzt kein Festival herausheben oder irgendwie besser bewerten als ein anderes, aber ich würde mal sagen, den 100%igen Qualitätsstandard setzt bei uns in Deutschland Perucaville. Also das ist mit Abstand das beste Festival in Deutschland. Kann ich auch so bestätigen. Ich war jetzt ja auch letztes Jahr auf Perucaville mit ein paar Leuten und muss sagen, zum 2016 hat sich das extrem gesteigert und verbessert. Viele sagen immer Mainstream-Festival, sehe ich gar nicht so. Also klar wird es bedient, aber du hast alles dabei. Und die geben sich wirklich Mühe, meiner Meinung nach. Ja, das steckt noch halt, so ein Ziel, da oder? Steckt halt Liebe zum Detail dahinter, ne? Ja, genau. Also das ist, das merkst du halt, du kannst da halt von Heirat quasi bis in dem Gefängnis kannst dich tätowieren lassen und sowas. Ich glaube, ne? Tujamo macht das. Der durfte da helfen. Also er war Trauzeuge, ne? Ja, also genau. Er hat da nicht geheiratet. Nein. Ja, genau. Wirkt sich das eigentlich bei dir auch auf die Musik aus, diese Corona-Zeit jetzt? Ja, ich habe mehr Zeit dafür jetzt, ne? Also ich habe jetzt mehr Zeit wirklich, mich um meine Produktion zu kümmern und sowas, ne? Die ganzen Leute um mich herum aus meinem Team, auch Produktionsteam und Booking, Management und sowas, ne, das ist jetzt natürlich, wir haben super viel Zeit und das Gute daran ist so, wir lassen uns da irgendwie jetzt nicht hängen, so wie andere. Wir versuchen halt gestärkt jetzt aus dieser Zeit rauszugehen, ne? Also quasi, dass wenn das alles vorbei ist, dass es dann wieder noch besser als vorher losgehen kann. Ja, ich glaube, aktuell ist die einzige Möglichkeit ja nur Autokino. Und, ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, ne? Es gibt diverse Konzertlocations, die jetzt so Plexiglas-Vorrichtungen gemacht haben, wo zum Beispiel 4-5 Leute dann drin sitzen können und du dann abgeschirmt bist von den anderen, ne? Hast du das schon mal gespielt? Nee, noch nicht. Okay, aber Luft und Liebe, ne? War doch auch gestern. Luft und Liebe, ja. Ganz ehrlich, ganz viel Liebe dabei, fand ich richtig cool. Sage ich jetzt auch nicht nur, weil die mich gebucht haben, sondern ich würde da tatsächlich auch mal privat hingehen mit meinen Freunden. Weil das war, du betrittst so dieses Festival und das hat sich so angefühlt, als wenn du einfach, du bist auf Ibiza. Du bist einfach auf Ibiza. Du bist
sogar der Schnaps, den ihr verkaufen, ist Hirbasch. So, das ist das ibizianische Standardgetränk, wenn man sich mal einen reinkippen will. Ne? Und ja, also es war super cool, wirklich. Ne? Wie lief das dann da ab? Wie viele Leute kommen da dann hin? Das war quasi, also man muss sich das so vorstellen, für alle, die das vielleicht schon kennen, es gibt am selben Standort war früher die Kiesgrube. Das war ein Festival, was Loco Dice organisiert hat. Und ist derselbe Standort, das wurde jetzt umfunktioniert zu einem Biergarten. Ne? Also Biergarten hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber die Leute haben super, also die haben getanzt und so weiter. Ne? Es war einfach, da war die Welt noch in Ordnung. Mhm. Ne? Also es war schon schön. Jawohl. Leute, wir sehen den Chat, auch die Tronica seht den Chat auf jeden Fall. Das heißt, falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Chat und wir geben sie gerne weiter, ja, wenn sie passend sind, natürlich unter Vorbehalt. Aber postet uns gerne Fragen, die ihr habt, ja. Ja, zum Beispiel DJ Basti sehe ich gerade. Wie bist du dazu gekommen, DJ zu werden? Der Klassiker. Ach. Der Klassiker. Ja, schwierig. Du warst also, ja früher auch, wir kennen uns zum Beispiel von ganz am Anfang, da warst du ja auch ein Raver mit, ne? Das ja, halt so, klar, ne? Klar, vom Feiern halt, ne? Von der Tanzfläche ins DJ-Pult. Aber ich, das Witzige ist halt, weil ich erzähle jedes Mal eine andere Story, weil es kamen so viele verschiedene Faktoren dazu, dass ich gar nicht sagen kann, aus dem einen Grund bin ich jetzt DJ geworden. Ja. Deswegen könnte ich jetzt wieder eine andere Geschichte erzählen als sonst auch. Ja, kannst du dir was ausdenken. Genau, unser gemeinsamer Bekannter ist ja DJ Mai, ne? Ja. Haben wir immer noch Kontakt zu. Ja. Und durch ihn haben wir uns zum Beispiel auch kennengelernt hier oder Dario Multimodal. DJ Mai war auch eine Zeit lang Resident bei uns. Ja, und so läuft das mit den Jahren. Ne? Dario, was denkst du, solche Formate, wie wir ihn machen, Streaming-Formate, ist ja jetzt relativ viel natürlich in, in der Corona-Krise. Wie siehst du das für dich oder für euer Projekt oder generell für die Zukunft? Meinst du, das wird weiter so auf dem Niveau bleiben oder denkst du, wenn es wieder losgeht mit den Festivals, wird es abflachen? Wo siehst du, das ist die erste Frage und die zweite, was sag mal, wo siehst du den Nutzen da drin für dich? Also ist das mehr für dich eine Spaßgeschichte oder nutzt du das auch gerne sowas für Promotion für deine Arbeit? Man muss erstmal den Zeitraum definieren. Ja. Also wann quasi, also natürlich, wenn jetzt die Festivalsaison losgehen wird und die ganze Clubsaison und so weiter, natürlich wird das ein bisschen abflachen, aber langfristig ist das die Zukunft. Also ich glaube, langfristig wird in was für einer Form auch immer immer gestreamt werden. Ja, ne? Ja, ich denke auch, dass es sich definitiv halten wird mit den Streams, also sagen auch andere Plattformen schon und viele von den Künstlern, man sieht halt, viele von den Künstlern merken, dass sie sich durch das Streaming auch, ich habe zum Beispiel selber persönlich viele DJs zum ersten Mal in den letzten Monaten in einem Stream gesehen, wie die überhaupt aussehen. Also man merkt, dass viele das auch nutzen, um sich den Leuten da draußen vorzustellen und einem breiten Publikum. Beatbot macht ja zum Beispiel auch sehr viele Streams und da habe ich zum Beispiel sehr viele Gesichter gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Ne? Ja. Ja. Also ja, schauen wir mal. Ne? Ist auf jeden Fall cool. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Ist auf jeden Fall etwas, was man nicht außer Acht lassen darf. Und jetzt um mal auf deine Frage im Detail zurückzukommen. Ich nutze die Streams jetzt nicht unbedingt als Promotion-Teil oder sowas. Ne? Für mich ist das halt einfach eher just for fun. Ich habe einfach Bock, Mucke zu machen. Ne? Ja. Und natürlich kann man da einzelne Sequenzen dann halt immer rausnehmen, dann irgendwie mal was posten oder sowas. Ne? Aber in erster Linie mache ich das, weil es mir Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du da bist. Ja. Die Tronica. Eine Frage haben wir noch reingekriegt. Wirst du mehr in Richtung Mainstream produzieren oder bleibst du noch bei deinem eigenen Style? Ja, das ist, ist eine berechtigte Frage. Es wird sich definitiv was ändern. Es wird sich definitiv was ändern. Ich sage das auch ganz offen, ich habe 10 Jahre lang jetzt DJing gemacht. Mal größer, mal tiefer, mal erfolgreicher, mal nicht so erfolgreich. Und natürlich, es wird kommerzieller jetzt. Ich habe ein Team jetzt um mich herum, das Projekt, das ganze Ding ist einfach gewachsen jetzt, intern so, auch wenn es noch nicht nach außen ist. Klar, ich werde auf jeden Fall andere Musik machen, aber immer noch in meinem Stil und mit meiner eigenen Note. Und das wird sich dann so ein bisschen aufsplitten. Ne? Also es wird sowohl als auch Radio-Singles geben, als auch Clubnummern, wie gehabt. Es wird, lasst euch einfach überraschen, es wird krass.
Es wird krass. Ja, wir sprechen ja über das Label Mentallo Music. Das genau. ist jetzt relativ frisch auch auf Beatport. Das zweites Release ist jetzt draußen. Mhm. Und das ist ein Label von Robin Schulz selber, oder? Genau, ja, okay. Von ihm. Mhm. Er ist der CEO. Ja. Ja, okay. Gut, prima. Ja, vielen Dank für die Frage an euch. Wir sprechen jetzt vielleicht so ein bisschen weiter über die Corona-Zeit. Also du hast die vor allem genutzt, um dich selber zu konsolidieren, also nochmal in dich zu gehen. Wie geht's weiter? Und denke ich mal auch Producing, oder? Erwartest du in den nächsten Monaten, dass generell sehr viele Releases rauskommen? Also ich glaube, es kommen schon super viele Releases jeden Tag raus. Ne? natürlich, wenn sich das jetzt noch mehr steigern würde, ich glaube, das wäre prinzipiell egal erstmal, weil es kommt jeden Tag irgendwie so viel Musik raus. Gut, ich habe gemerkt, ne, ich höre auch regelmäßig Musik durch. Ich habe gemerkt, dass ab Juni ist es definitiv mehr geworden. Yeah. Und ich guck mal, ich frage mich, wie es jetzt im Juli sein wird, ob dann nochmal Schwung mehr an Releases rauskommt oder ob das so ein bisschen länger dauert. Weil wir wissen ja, mit einem Release, bis es rauskommt, kann es ja teilweise bis zum Jahr dauern. Ne? Ja gut, das ist aber halt Label gesteuert dann. Genau. Das Label kann auch, also es gibt Labels, ich will jetzt nicht sagen welche, aber die können bei Spotify zum Beispiel direkt hochladen, ne, innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, die uploaden das Ding und dann ist das nächsten Tag online um 12 Uhr. Und dann ist es released. Ja. Hast du eine Spotify-Seite und eine Spotify-Playlist auch? Ja, klar. Also man findet mich unter Dario Rodriguez ganz normal. Ne? Ich brauche eine Playlist, die heißt Underground Movement. Die werde ich bald in Commerz Movement umbenennen. Nein, Spaß. Genau. Ja, die Jenny fragt hier unsere Freundin, wer ist alles auf der Couch? Also die üblichen Verdächtigen, ne? Basti, mein Guter, ne? Sven Schmerz und Thomas heute auch wieder zu Gast. Vergiss deine Frau nicht. Ja, er ist heute nicht ganz so, meine Frau natürlich, ja. Ne? Ja, natürlich, Entschuldigung. Aber ist nicht ganz so voll wie vor 4 Wochen letztes Mal, da war ich schon wieder zu voll. Ne? Wenn der Raum zu klein wird für die Leute, ist auch nicht so doll. Also heute ich sehe gerade im Chat hat Enke, mein Lieber, hat geschrieben, das ist... Das Musik durchhören mehr Arbeit als Vergnügen. Ja. Richtig. Also ganz ehrlich, bei der Anzahl von Releases, also wirklich jetzt, wenn man sich alles anhören würde, dann müsste man Schmerzensgeld verlangen. Das geht nicht anders, weil das ist so viel, wie da released wird und wie viel Schrott einfach rauskommt. Hm. Aber egal, lass uns jetzt nicht negativ werden. Aber soll ich dir was sagen? Ich mache das, ja. Also ich habe pro Woche ungefähr 6 bis 7 Seiten mal 150 Tracks und die höre ich mir auch alle durch. Also für die Ernsthaft? Leute, die ich skippe das nur noch. Krass. Also das, ich mach das schon, weil ich spiele von jedem Style, spiele ich ja was. Mhm. So, meine Sammlung ist relativ breit gestreut, ne? Aber ich kann auch, das für mich ist das zum Beispiel so jetzt, wenn man Vater ist und so mit Kind, dann ist das natürlich, bin ich froh, dass meine Frau das so einigermaßen toleriert und ich mir die Freiheit nehmen kann. Aber es hat definitiv dann abgenommen, dass man abends mal Netflix guckt oder solche Sachen, ne? Sondern man setzt sich abends hin und arbeitet quasi. Man kommt von der Arbeit nach Hause und dann hört man Musik durch, arbeitet und dann geht man pennen und so weiter. Ne? Aber also ist das dann Arbeit für dich? Also, ja, oder schon, machst du das gerne? Das ist dann schon Arbeit, ne? Ja, warum tust du das an? Ja, weil ich immer noch Spaß dran habe an der Musik, weil es mir auch gefällt. Ich freue mich auch, wenn ich geile Sachen finde. Die Vorbereitung ist das, ne? Ja. Wie ist es denn dann bei dir aktuell? Wie kommst du an deine Musik, die du sammelst und spielst? Ich werde komplett bemustert. Das heißt, ich kriege am Anfang des Monats einen Ordner, wo von den Labels, die ich angegeben habe, alles zusammengefasst worden ist. Und dann höre ich mir diesen einen Ordner durch. Und natürlich verpasse ich dann auch Tracks von zum Beispiel unbekannten Labels. Ne? Ich gucke mir natürlich auch immer Charts durch, also was heißt Charts, so Beatport-Charts, Tracksource und sowas. Ne? Aber ich gucke zum Beispiel auch auf 1001-Tracklist, was andere so spielen und dann suche ich mir da manchmal was raus, aber schon eher gezielter. Also ich könnte jetzt nicht quasi wie so ein Sieb den ganzen Schlamm in mich aufnehmen und dann irgendwie so das einzelne Nugget rausfiltern, da kriege ich zu viel. Ja. Dann habe ich auch keine Zeit mehr für andere und da vergeht mir auch der Spaß an der Musik und dann sitze ich im Studio und denke mir, die Ohren bluten und ich muss einfach nur noch raus hier und ich will am liebsten nie wieder Musik in meinem Leben hören. Genau, also ich finde, es gibt dann auch nochmal einen Unterschied, was für einen Sound man spielt. Zum Beispiel in Richtung Techno findet man sehr viel über Plattformen oder auch über Beatport sehr viele gute Sachen. Jetzt in Richtung House oder auch, sag ich mal, in die Richtung Powerhouse und so, das, was du auch spielst. Da gibt es auch sehr viele Sachen als Mashup und so weiter, die man gar nicht auf solchen Plattformen findet. Ne? Da sucht man auch eventuell eine andere Quelle. Man muss schon seine Seiten haben. Also ich habe das auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man hat so seine Seiten, man hat seine Playlisten, guckt dann mal so ein bisschen außen rum und meistens findet man dann schon das, was man sucht.
den einen oder anderen Track, den schickt dann ein Kollege und dann denkt man sich, boah, wieso konnte ich den nicht finden? Aber ja, ich bereite mich da auch immer, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier spiele, vor. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bereitest du dich denn auch vor und hast deine Playlisten stumpf oder machst du es mehr so nach Gefühl? Oh, also tatsächlich bereite ich mich schon vor, aber ich switch trotzdem immer zwischen den Playlists hin und her, weil ich spiele einfach das, wie meine Laune gerade einfach so ist. Ne? Mhm. Wenn ich Bock auf Funky habe, dann spiele ich Funky. Wenn ich Bock auf Tech House habe, spiele ich Tech House. Ja, ich finde auch, dass wenn man das gemerkt hat. Wenn ich einmal knallen lassen will, knall ich. Ja. Ja, und in dem Genre oder in dem Stil, was du spielst, ist ja sehr viel schnelles Mixing. Ne? Ja. Und da, finde ich, muss man sich darauf vorbereiten. Also ich finde dann ganz spontan das zu machen, funktioniert halt auch nicht. Früher haben die DJs halt, wenn die auf Power-Mixing gemacht haben, auf Vinyl noch früher, da waren die Vinyl ja überall markiert ohne Ende, ja, ne? Mit den richtigen Schnellen, dass du schnell dabei warst. Ja. Da hilft natürlich die moderne Technik bei, auf jeden Fall, dass man heutzutage es leichter hat als früher. Ja. Aber läuft, ne? Da sind die NK hat schon wieder eine geile, NK, ja? Geile Sache raus. Der hat immer die tiefen Fragen. Ja, ist deep, aber ich mag sowas. Ja, zum Beispiel Thema Tracks, um Kohle zu generieren versus Tracks, um seine musikalische Seite zu verwirklichen. Das ist ja immer so ein kontroverser Punkt. Also, das muss man halt anders formulieren, ne? Mhm. Da geht's halt nicht nur um Musik, da geht's generell, wenn du ein Künstler bist, ob du jetzt ein Bild malst, ob du Musik machst oder ob du, keine Ahnung, Glücksschweinchen aus Marmor oder so baust, keine Ahnung. Das Ding ist halt einfach, du... ja, nein, es geht ja um Kunst. Es geht ja um Kunst, ne? Und als Künstler musst du dich immer zwangsläufig entscheiden, gehe ich den kommerziellen Weg, um Geld zu verdienen oder verwirkliche ich mich? Und im besten Fall passiert es mit der Verwirklichung. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir jetzt Format B Chunky. Format B Chunky ist eine reine Format B Produktion gewesen und die ist irgendwann einfach kommerziell geworden, aus welchen Gründen auch immer, weil es den Leuten gefallen hat, weil es ein guter Song ist. Auch erst später, ja. Ne? Auch sehr erst viel später. Später. Aber es ist, aber, ja. Also ja? Wenn ich einhaken darf, ich finde es halt richtig, nicht richtig, sondern ich finde es nachvollziehbar, der Weg ist halt meistens so, das ist egal, ob jetzt in unserem oder in deinem Beruf oder in meinem Hauptberuf irgendwo in der Industrie, du bist, wenn du erstmal deine Karriere machst, am Anfang musst du auch erstmal beißen und dann gewisse, sag mal, Erwartungen, Normen und so weiter erfüllen und wenn du dann auf einem gewissen Level angekommen bist, dann kommt diese Selbstverwirklichung immer mehr dazu. Natürlich, also dann kannst natürlich. Du dich immer mehr verwirklichen. Das ist im Unternehmen genauso, wenn du erstmal, sag ich mal, als Fachkraft irgendwo einsteigst und du machst die Karriere-Level, bist irgendwo dann Bereichsleiter oder vielleicht auch mal CEO, dann kannst du deine Ideen fürs Unternehmen dann selber verwirklichen. Und das ist ja im Musikbusiness auch nicht anders. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich an eine gewisse Normen oder Erwartung erstmal anpassen und in die Richtung auch gehen. Aber dann irgendwann, wenn du es dann auf dem Level bist, wo du, sag ich mal, geschafft hast, dann kannst du dich auch komplett verwirklichen und mal ganz was Neues machen. Machen ja viele Künstler auch, das ist dann möglich, weil du die du hast die Kapazitäten dafür, das dann zu tun. Ne? Also es nimmt dir dann eher keiner mehr so wirklich krumm, weil du dann halt natürlich ganz oben bist. Aber sowas kann natürlich auch ein Projekt zerstören. Ne? Also auch, wenn du die ganze Zeit so gegangen bist und dann machst du was komplett anderes, ist auch schwierig. Also es gibt dafür kein Erfolgsrezept. Also einfach ist es eigentlich generell am besten, wenn du einfach drauf los machst. Machst einfach das, worauf du Bock hast. Und wenn es Erfolg hat, hat es Erfolg. Wenn nicht, dann nicht. Wenn man jetzt so lange wie ich dabei ist, dann verändern sich natürlich Strukturen und du lernst Leute kennen, du netzwerkst ganz anders und sowas. Ne? Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass dich jemand pickt und sagt, ey, pass auf, ich habe hier eine Geschäftsidee, die stelle ich dir vor. Du sagst dann ja oder nein und dann sagt man, okay, man geht den Weg zusammen oder halt nicht. Ne? Aber von Anfang an, wenn du jetzt vom Scratch auf anfängst bei null, mach immer das, worauf du Bock hast und einfach, ja, gib einfach Gas. Ne? Das ist halt wichtig. So sieht's aus. Ja, Dijonica, hast du noch was? Tatsächlich, ich jetzt gerade nicht. Fällt dir noch was ein? Hier steht mein Mic spackt. Weil du so machst. Weil ich so mache? Ja, alles genau. Nimm ihn in den Mund. Ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir haben jetzt gute 25 Minuten verquatscht. Also wie gesagt, ich bedanke mich nochmal dafür, dass du da warst und ich hoffe auch, das Interviewformat auch so live und spontan gefällt dir ganz gut.
Ja, ist zum zweiten Mal, dass wir sowas jetzt machen. Klar. Vor allem in Bezug auf Twitch ist auch sehr interaktiv und das wollen wir auch weiter so leben. Ich würde das noch weitermachen. Genau, ne? Also jetzt gleich wird die Tronica in die Decks gehen und hier noch ein Afterset spielen. Wir chillen noch ein bisschen, lassen den Sonntag ausklingen. Und ich wünsche Dario natürlich stellvertretend für den Multimodal alles Gute Danke. Für die Zukunft. Gebe ich zurück. Genau, wir bleiben weiter in Kontakt. Ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und ja, mal gucken. Ne? Multimodal 700 steht vor uns. Vielleicht machen wir da irgendein Special, wo noch viele gute Gäste vorbeikommen. Auch vielleicht auf Twitch mal so einen langen Marathon oder was auch immer. Lasst euch mal überraschen. Müssen wir langsam in die Planung gehen. 685 Sendungen liegen ja da uns. Ja, ne? Twitch, ne? Lässt langsam auch. Macht Spaß. Wenn genau. die Leute natürlich auch sich beteiligen, kann das lustig werden. Mega. So, ja, wo kann man daneben, kannst du ja noch zum Ende sagen, also du hast ja nochmal Facebook, Instagram-Page, Soundcloud für deine eigenen Releases, nutzt du dann nur noch jetzt Spotify oder machst du dann zum Beispiel auch noch Soundcloud nebenbei? Ja, natürlich wird das mit bearbeitet, ja, ne? Okay. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt aktiv noch Songs, also die werden ja sowieso meinem Profil automatisch zugeordnet. Das heißt, wenn ein Song released wird, dann claimt das Soundcloud für mein Profil. Okay. Und deswegen wird da natürlich immer noch was entstehen. Also, ne, aber ich werde da nichts mehr hochladen, weil Soundcloud ist leider tot. Ne? Genau. Ja. Okay, Detronica, dann mach du dich schon mal fertig, such dir deinen ersten Track aus. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen, auch bei dir, Dario. Und jo, dann machen wir hier weiter mit der After Hour live in der Multimodal. Jo. After Hour. So.